Das ist das 3D Viewmaster Science Fiction Abenteuer UFO von Gary Anderson. Viewmaster Scheibe 1. Bild 1. Das kalte Licht der Morgensonne strahlte über einer riesigen NASA-Rakete. Dampfschwaden lösten sich von ihr. Countdown hatte begonnen. Wissenschaftler überprüfen wie gewohnt zum letzten Mal alle Systeme. Auf der oberen Hälfte des bewegungslosen Riesen glitzert das Eis. Ein Teil der Rakete ist eine B-142-Sonde, die im Weltraum abgestoßen werden soll, um in eine Kreisbahn um den Mond einzutreten. Dort soll ein streng geheimes Elektronenteleskop eingebaut werden als Teil eines Milliardenprojektes, ein von Menschenhand gebautes Gerät weiter als je zuvor in den Weltraum zu senden. Der Countdown ist bei Null angekommen und für den Bruchteil einer Sekunde ist die Welt schweigen. Mit einer plötzlichen Explosion erwacht die gewaltige Rakete zum Leben und hebt sich langsam in die Atmosphäre. Bild 2. Commander Ed Straeger sitzt allein in seinem Büro. Er kennt das Risiko in seinem Milliardenspiel. Nachdenklich betrachtet er das Modell der geänderten B-142 Raumsonde. Seine gesamte brillante Karriere beruht auf diesem Projekt. Ein UFO, Millionen von Kilometern weit zu seinem Heimatplaneten außerhalb unseres Sonnensystems zu verfolgen. Straeger kümmert sich nicht um die Zweifel, die beharrlich an ihm nagen. Schon lange war er sich klar darüber geworden, dass sich Shadow immer im Nachteil befinden würde, solange die Führer der Erde nichts über die eigene Welt der Unbekannten wüssten. Ein Telefon summte neben seinem Ellbogen und eine Stimme sagte ihm, das Shadow-Mondschiff wäre bereit, ihn zur Mondbasis zu transportieren, von wo Straeger das Unternehmen persönlich überwachen würde. Bild 3. Das Mondschiff erhob sich mühelos in die Atmosphäre. Straeger verließ selten das Shadow-Hauptquartier, das als Filmstudio getarnt war. Nach außen hin war er ein hochgestellter, aber selten sichtbarer Mitarbeiter in führender Stellung bei einer Filmfirma. Nur eine Handvoll Leute außerhalb Shadow kannten sein Doppelleben. Hoch über der Erde löste sich die Mondlandefähre vom Mutterschiff. Als die beiden Fahrzeuge auseinandertrieben, warf Straeger einen letzten Blick zur Erde zurück. Seine Gedanken wanderten zurück zu den ersten Astronauten, denen die Worte fehlten, um diese Schönheit zu beschreiben. Straeger hatte die gleichen Schwierigkeiten. Er schlief und beim Erwachen sah er die Mondbasis auf die Landefähre zustürzen, als sie landeten. Straeger nahm schnell seinen Gedanken zusammen, um sich auf die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren. Bild 4. In der Luftschleuse der Mondbasis wartete Straeger ungeduldig auf das Ende der Strahlen- und Bakterienkontrolle. Eine Stimme von einem Tonband teilte ihm seine Freigabe mit und er eilte direkt in die Kontrollzentrale. Die Mannschaft grüßte ihn respektvoll, als er vorüberschritt. Straeger lächelte und nickte zurück. Die Mannschaft der Mondbasis war wegen der besonderen Eigenschaften, die sie besitzen musste, um längere Zeit außerhalb der Erde zu verbringen, ausgewählt worden. Paul Forster, der Commander der Mondbasis, kam ihm am Kontrollraum entgegen. Sie schüttelten sich herzlich die Hände und gingen zusammen hinein. Leutnant Gay Ellis erhob sich von ihrem Sitz an der kompliziert aussehenden Schalltafel. Gay übergab Straeger ihren Bericht. Paul, Gay hat die genaue Umlaufbahn um den Mond für B-142 des Projekts Discovery ausgearbeitet. Bild 5. Gay hat die genaue Umlaufbahn um den Mond für B-142 ausgearbeitet mit einer Bahnneigung, die es B-142 erlaubt, schnell aus der Anziehungskraft des Mondes zu entkommen. Straeger ging an ein Fenster der Kontrollzentrale. Hoch über ihm kreiste B-142 auf einer Wartebahn um den Mond. Straeger wandte sich Commander Forster zu. Paul, wir haben sehr wenig Zeit, um noch Änderungen durchzuführen. Ein UFO kann jederzeit auftauchen, darum ist Schnelligkeit wichtig. Aber es muss ganze Arbeit geleistet werden. Forster ging zum Ausgang. Okay, Ed, ich gehe jetzt. Drück mir die Daumen. Gay. Und bis bald, Ed. Straeger nahm den Bericht wieder zur Hand und setzte sich vor das Mikrofon. Er schwieg einen Augenblick lang.
Dann begann er zur Mannschaft der Mondbasis zu sprechen. Feld 6. Achtung, Achtung! An die Mannschaft der Mondbasis. Hier spricht Commander Straker. Wegen verschärfter Radiosicherheitsmaßnahmen ist es notwendig geworden, das mit dem Decknamen Discovery versehene Projekt als absolut streng geheim einzustufen. Wie Sie wissen, wurde gerade eine umgeänderte B-142-Raumsonde in eine Wartebahn um den Mond gebracht. Commander Foster wird in kurzer Zeit mit einer Mondfähre aufsteigen, um in die Sonde eine Spezialausrüstung einzubauen. Phase 2 wird dann darin bestehen, ein UFO in eine Position zu manövrieren, wo die Sonde in eine neue Flugbahn gebracht werden kann, die sie in die Lage versetzt, den Unbekannten zu ihrem eigenen Planeten zu folgen. Das wird der erste Schritt zu einem Flug zu den Unbekannten sein. Commander Foster, alle Instrumentenanzeigen für den Start sind in Ordnung. Bild 7. Unmittelbar darauf stieg die Mondfähre mit Paul Foster und seinem Piloten von der Mondoberfläche auf. In einem eleganten Bogen stieg sie mit fantastischer Geschwindigkeit. Langsam nahm der Pilot das Gas zurück. Er machte sich bereit, die Bremsraketen zu zünden, um die Fähre neben die B-142 zu bringen. Im Kontrollzentrum verfolgten Straker und Leutnant Ellis Pauls Flug auf dem Bildschirm, der vor ihnen stand. Fosters Stimme ertönte aus einem krächzenden Lautsprecher. Kontrolle von Mondfähre. Wir sind in Sichtweite. Bitte kommen. Leutnant Ellis antwortete. Verstanden, Commander. Alle Anzeigen sind okay. Die Mondfähre zündete kurz ihre Bremsraketen und kam in die gleiche Kreisbahn wie die B-142. Kontrolle an Mondfähre. Aussteigen aus der Fähre ist freigegeben. Auf dem Bildschirm des Monitors sah man, wie sich eine Klappe öffnete und eine Gestalt in einem Raumanzug schwebte, an einer Versorgungsleitung hängend heraus. Viewmaster Scheibe 2. Bild 8. Paul Foster schwebte von der Mondfähre fort und hatte ein Gefühl, als schwebe er auf einem Luftkissen. Sein Pilot rollte die Versorgungsleitung ab und gab Acht, dass sie nie zu straff gespannt wurde. Würde das geschehen, so wäre Pauls Sauerstoffversorgung abgeschnitten. Die Folgen wagte er sich nicht auszumalen. Er glich sorgfältig jede Bewegung seines Körpers aus und fasste einen bestimmten Punkt an der B-142 ins Auge. Er staunte über die Größe der Raumsonde, als er sich ihr langsam näherte. Er fühlte sich plötzlich ganz klein und vollkommen allein. Die Sterne schienen auf ihn herabzustürzen. Er schauderte und begann mit seiner wichtigen Arbeit. Bild 9. Straker neigte sich zum Mikrofon hin. Alle Kanäle frei. Weiterhin Funkstelle außer im Notfall. Ende. Die gesamte Mondbasis war ruhig. Wenige Meter von der Sonde entfernt drehte sich Paul herum und winkte seinen Piloten. Sekunden später schwebte das Elektronenteleskop gespenstisch auf ihn zu. Straker und Gay konzentrieren sich auf den Bildschirm, der vor ihnen stand. Käme jetzt ein UFO herangerast, würde das den beinahe sicheren Tod für Paul Foster und den Fehlschlag des Projektes bedeuten. Obwohl Straker wusste, dass Paul Foster Shadows bester Astronaut war, hatte er doch das Gefühl, dass er selbst es war, der am Ende der Versorgungsleitung schwebte. Bild 10. Paul näherte sich weiter der B-142 und bemerkte dankbar die ausführlichen Anweisungen auf einer Tafel, die ihm genau sagten, wie er das Teleskop einbauen solle. Es gibt schon ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, dass sich die Leute im Shadow Hauptquartier um einen kümmern, dachte er. Vorsichtig löste er die Tafel mit einer Hand und hielt sie sorgfältig mit den Knien fest. Dann nahm er das Teleskop in beide Hände und schob es langsam an seinen vorgesehenen Platz. Er fühlte Schweißperlen auf seiner Stirn. Straker öffnete wieder seine verkrampften Hände und holte ein paar Mal tief Luft. Er wusste, dass Paul ganz auf sich selbst gestellt war. Er konnte ihm nicht im geringsten behilflich sein. Seine Augen verengten sich schnell, als sich die kleine Gestalt von B-142 entfernte. Dann wurde das Schweigen gebrochen. Foster an Kontrolle, Phase 1 beendet. Bild 11. Ed ergriff hastig das Mikrofon. Gut gemacht, Paul.
Schlage vor, dass du schnell zurückkommst. Ende. Paul drehte sich weg und winkte seinem Piloten, die Versorgungsleitung aufzurollen. Ein paar Mal sah er, wie diese anfing, sich zu verwirren, aber ein schnelles Signal behob das. Auf halbem Weg wandte er den Kopf und war überrascht, wie klein ihm die B-142 jetzt vorkam. Trotz der Fortschritte des letzten Jahrzehnts war ein Raumspaziergang immer noch eines der gefährlichsten Manöver, die von Menschen ausgeführt werden mussten. Jetzt konnte er das Gesicht seines Piloten durch das Visier erkennen und er fühlte, dass er in Sicherheit war. Mit kräftigen Bewegungen näherte er sich der Einstiegsluke und war froh, dass dieser Teil vorbei war. Bild 12. Auf der Mondbasis wartete Commander Ed Straker, bis Paul sicher in der Mondfähre zurück war und begann Phase 2 zu erklären. Meine Glückwünsche an alle. Phase 1 beendet. Wir kommen jetzt zu Phase 2. Wir müssen UFO in eine ähnliche Kreisbahn wie die Raumsonde zwingen. Das ist mit großer Gefahr verbunden und wird von einem Interceptor versucht. Commander Foster wird der Pilot sein. Die Explosion eines Sprenggeschosses in der Nähe des UFOs sollte, wenn alle Berechnungen stimmen, die Unbekannten in die Bahn zwingen, die wir benötigen. Alles, was wir vorläufig tun können, ist Alarmstufe Gelb beizubehalten. Bis unser UFO ankommt. Ende. Straker schaltete das Mikrofon aus und sagte zu Gay: Trink schnell eine Tasse Kaffee, Gay. Nimm Paul mit. Er wird es nötig haben. Bild 13. Dem Mond genau gegenüber, aber auf der anderen Seite der Erde, schwebte im Weltraum ein seltsam aussehender, unbemannter Raumsatellit zur Entdeckung der Eindringlinge aus dem Weltall. Der Space Intruder Detector, allgemein als SID bezeichnet. Dies war wahrscheinlich Shadows teuerstes Einzelgerät und konnte zusammen mit der Mondbasis jedes anfliegende UFO weit im Weltraum entdecken. SID war ein riesiger sprechender Computer, der die Informationen mit fantastischer Geschwindigkeit und Genauigkeit auswertete. In der Mondbasis ging Ed Straker im Kontrollzentrum auf und ab und war allein mit seinen Gedanken. Keiner kannte besser als er die mit dem Projekt verbundenen Risiken und Gefahren. Durch ein plötzliches Summen wurde er unterbrochen und dann kam SIDs eintönige elektronische Stimme. Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot. Bild 14. Gay kam in den Kontrollraum geeilt und begann gelassen mit der gewohnten Bahnverfolgung. Habe UFO auf positiver Bahn. Alarmstufe Rot bestätigt. Geschwindigkeit? SIDs Stimme tönte zurück. Geschwindigkeit Sol 8. Mondbasis ist Endpunkt der Flugbahn. Straker lächelte grimmig. Das ist genau das Richtige, Gay. Es ist beinahe zu schön, um wahr zu sein. Schick Paul los. Gay legte einen Schalter um. Commander Foster, sofortiger Start. Bitte kommen. Verstanden, Kontrolle. Start in 5 Sekunden. Ende. Ed Straker stand vor dem Radarschirm und beobachtete den Lichtstreifen, der sich wie der schnelle Zeiger einer Uhr drehte. Plötzlich erschien das UFO auf dem Bildschirm. Da ist es. Viewmaster Scheibe 3. Bild 15. Paul Foster, der im Interceptor flog, sah das gleiche Bild. Sein Bordcomputer begann neue Abfangkurven auszurechnen. Er legte den Interceptor in eine leichte Kurve in Richtung Weltraum und wartete auf Strakers Befehl. Der Plan war einfach, musste aber mit einer Genauigkeit von Sekundenbruchteilen eingehalten werden. Shadow musste zulassen, dass sich das UFO bis auf einige tausend Kilometer der Mondbasis näherte. Mit absoluter Genauigkeit musste Paul Foster ein Geschoss in die Flugbahn des UFO platzieren und es zwingen, in die Bahn von B-142 einzutreten. Der Raketenmotor der Raumsonde würde durch einen Mechanismus gezündet werden und mit Hilfe eines Zielsuchgerätes würde sie das UFO verfolgen. Straker und Gay Ellis sahen zu, wie sich der Abstand auf dem Bildschirm vor ihnen um Millionen Kilometer verringerte. Bild 16. Auf einem anderen Bildschirm tickten Zahlen auf den Feuerzeitpunkt 0 zu. Straker gab Paul gelassen seine Anweisungen. 5, 4, 3, Achtung, Feuer! Pauls Stimme ertönte in der Mondbasis. Geschoss abgefeuert. Detonation 20 Sekunden. Sie beobachteten die drei Lichtpunkte, die Interceptor
UFO und B-142 darstellen. Der Interceptor drehte ab. Sogar mit einem Schutzvisier konnte die Helligkeit des Blitzes mehrere Sekunden lang blenden. Bild 17. Paul beschleunigte stark, um den Mond zwischen sein Fahrzeug und die Explosion zu bringen. In der Mondbasis dehnten sich die Sekunden. 10, 9, dann Detonation bestätigt. Die Explosion kam und beinahe gleichzeitig erhellte sich das Mondlicht. Strager sagte, wie sieht es aus, Gay? Der Lieutenant startete ihm gelassen Bericht. UFO ändert Kurs. Auf der jetzigen Flugbahn würde es die Kreisbahn der Raumsonde in 60 Sekunden berühren. Bild 18. Auf dem Bildschirm begann das UFO-Leuchtzeichen sich langsam zu einem Bogen zu krümmen. Die Anspannung zerrte an Stragers Nerven. Er bewunderte die Gelassenheit, die Gay zeigte, und dann fiel ihm ein, dass er sie gerade dieser Eigenschaft wegen ausgewählt hatte. Zündung 10 Sekunden. Alle Instrumentenanzeigen zum Zünden der Raumsonde in Ordnung. Plötzlich wusste Strager, dass sein Plan gelingen würde. Ohne die geringste Regung sagte Gay, Zündung der Raumsonde bestätigt. Positive Bahnverfolgung bestätigt. UFO beschleunigt auf eine Rückkehrbahn. Strager sprach in das Mikrofon. Meinen Glückwunsch und vielen Dank. Projekt Discovery scheint erfolgreich zu sein. Bild 19. Es dauerte nur wenige Minuten, bis Paul wieder in der Kontrollzentrale zurück war. Ich gratuliere, Ed. Alles verlief tadellos. Strager entspannte sich. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Bilder hereinkommen. Hoffentlich sind sie das Anschauen wert. Gay sah ihn an, als er aufstand. Wann sollen die ersten ankommen? Die Experten sagten mir in 4 Monaten, Gay. Es schien allen eine lange Zeit. Eine Stimme unterbrach sie und kündigte an, dass die Mondfähre, die Strager zur Erde zurückbringen sollte, startbereit war. Strager schüttelte Foster und Gay die Hand und ging langsam zur Tür. Gay, Paul, nochmals vielen Dank. Schaut mal bei eurem nächsten Erdurlaub bei mir vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Bild 20. In der Mondbasis kehrte alles wieder zu seinem normalen Lauf zurück. Paul, Foster und Gay Ellis befassten sich wieder mit der normalen Verwaltung der Mondbasis. Sie bemerkten, dass Ed Strager sich nicht mehr so oft mit ihnen in Verbindung setzte und sie waren vernünftig genug, es nicht ihrerseits zu tun. Auf den Tag genau, 4 Monate nachdem er die Mondbasis verlassen hatte, erschien Strager plötzlich auf Gays Videoschirm. Gay, hol Paul her und schau den Bildschirm an. Paul und Gay beobachteten zusammen den noch leeren Bildschirm. Lichtpunkte begannen darüber zu huschen und dann begann sich das Bild eines Planeten zu formen. Eines Planeten, der noch nie zuvor gesehen worden war. Strägers Stimme ertönte. An die Mannschaft von Shadow, hier spricht Strager. Projekt Discovery wird als vollbracht erklärt. Bild 21. Die nächsten Monate verbrachte man mit dem Sammeln aller Informationen, die B-142 zur Erde zurückschickte. Strager konnte man vor Maschinen antreffen, wo er endlose Fragen stellte. Mehrere Male besuchte er ohne Ankündigung die Shadow-Bahnverfolgungsstation. Obwohl jetzt die Gefahr für das Leben der Menschen vorüber war, stand der wichtigste Teil von Projekt Discovery noch bevor. Die Bilder, die zur Erde kommen sollten, würden die Milliardenausgaben unbedingt rechtfertigen. Darum überprüfte Strager jeden Tag, ob mit der B-142 alles in Ordnung war, als sie sich immer weiter von der Erde entfernte und dem Planeten der Unbekannten immer näher kam. Wir wollen täglich neue Videos einstellen, daher bitte abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr Spaß hattet, dann Daumen hoch!